Servus Leute, zurück zu Duel of Champions. Das letzte Mal ich bin Sanktuarium erreicht und jetzt drücke ich nicht bei Duelle auf Gegner suchen, sondern gleich hier. So ist richtig. Beim letzten Mal habe ich mich ja verklickt und glatt in den 1335 reingerannt. Oh, anderes Sanktuarium gegen Sanktuarium. Das ist ja, kann man arbeiten. Goldhaufen wäre nicht schlecht. Was kann der? Luft, das gefällt mir. Luft und Wasser, der kann die tödliche Kombo machen. Hin und her schubsen, hin und her schubsen, hin und her schubsen. Ja, das ist nicht gut, dass er das kann. Will ich... Ach komm. Der Fuchs, der Schicksalsfuchs. Du baust eine Brücke. Interessant. Der spielt einen anderen Stil. Aber so einen mit gebossene Brücke zurückbringen. Gut. Du spielst halt mit dem. Ja. Hohe Kreatur, hm? Was hast du dagegen? Geht das auf eine Karte ziehen? Der will die unbedingt retten? In dem Fall will ich sie eigentlich unbedingt töten. Andererseits... Ach, ich hätte erst mit dem angreifen sollen. Das ist natürlich Dummheit. Meinerseits. Er will unbedingt das Schicksal bewahren, aber das wird er nicht auf Dauer schaffen. Ein Storchen? Mhm. Viele Removals. Ob es ihn rettet, ist die Frage. Ich mache jetzt 4 Schaden. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Genau. Da hilft nicht viel. Ich spiel. Ach ja, warum nicht? Dich spiele ich hier hin? Probieren wir es ja einfach nochmal. Wo der herkommt, da habe ich noch genug. Ach Mist. Jetzt habe ich natürlich. Ja, Magie. Einspruch habe ich, der 2 Magie braucht. Dann sind wir fertig damit. So, was jetzt? Was jetzt? Du hast 4 Magie, da geht einiges. Kann man damit schon die Kombo machen? Hat er schon den legendären Spruch? Kettenblitz. Das tut weh. Aber es reicht nicht. Das ist gut. Der weicht mir aus. Da fühle ich mich richtig genötigt. Der weicht mir wirklich aus. Hallo? 8 Schaden. Junge. Einiges mehr Schaden. Ja, komm. Stört mich, dass er den bewahren will. Ich muss jetzt nur noch 3 Schaden durchboxen. Das schaffe ich mit genügend Ausmanövrieren. Ja, komm. Das ist gegessen, oder? Boah. Ein Pau. Top-Decken-Pau. Das ist kein Pau. Gegen den hilft keine Brücke was. Oh, jetzt habe ich sie blöd hingelegt. Nämlich so, als würde ein Kettenblitz wieder was bewirken. Mit Strahl. Goldhaufen. Ganz ehrlich, eigentlich will ich mit ihm spielen.
will gar nicht so. In die Reihe darf keiner mehr was spielen. Ja, ich habe so viele Possibilities. Magische Kreaturen kann ich plus geben und minus. Du bist eine magische Kreatur und du nicht? Das muss man auch erstmal wissen. Ah, 5 Mana. What to do? Das Geile ist, mit der habe ich Auto-Win. Wenn er sie nicht wegbekommt. Er müsste schon irgendwas jetzt tun, um sie zu vernichten. Oder festzuhalten. Vorerst. Ein Pau. Würde reichen. Okay. Ja. Ich habe outmanövrieren und ich habe dazugelernt. Ja, weiß halt. Ja, ich hätte gewinnen können, wenn ich meine Ereigniskarte eingesetzt hätte, aber... Oh, ja, stimmt. Wartet. Ja, ich möchte eine Karte ziehen. Das ist doch nice. Hätte ich das auch vorher gemacht, hätte ich auch gewonnen. Ich frage mich... Ja, der hat viele so Removals, aber... Jetzt kommt auch Yukiona. Hat aber den falschen Held für Yukiona. So. Wen kann ich damit was? Plus 1 kriegen die? Na, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ich habe so viele Möglichkeiten. Ein Schaden muss ich bloß machen. Ach komm, das ist... Nee, ich möchte mit ihm spielen. Es ist zwar Tierquälerei, aber ja. Ich möchte auch meinen Spaß haben. Außer möchte ich sehen, was er noch drauf hat. Wäre es klug? Na, wobei, bei Luft ist es vielleicht klüger. Gehen wir mal einfach an, ich habe nichts und zieh noch eine Karte, genau. Ein Pau? Warum kriege ich keinen Pau? Was kann die eigentlich? Nur überflügeln, hm? Ja gut. Satz mit X. Oh, da hat er eine Lücke gemacht. Kappa spielt auch. Ich will nämlich genau wissen, was er spielt. Das interessiert mich gerade schon. Das Spiel habe ich gewonnen, aber... Mich interessiert mal eine andere Sanktuariumsstrategie zu sehen. Okay, so hat er aber verloren. Tja, so hat er verloren. Schade. Und auch noch aufgeben, ach komm. Da kriegst du auch weniger irgendwas. Gold, glaube ich. Das ist traurig. Da hat er aufgegeben. In Wirklichkeit wollte ich eigentlich ein Part künstlich strecken, als ich gemerkt habe, dass ich siegreich bin. Ja, habe ich euch überhaupt mein Deck schon mal gezeigt? Ich glaube nicht, weil die Zeit ist so kurz. Deswegen möchte ich euch mal kurz die Änderungen zeigen, die ich gemacht habe. Muss ich selbst bloß überlegen. Ich glaube, hier habe ich eine rausgenommen. Dafür habe ich den Zauber rein. Reinige des Licht ist mein einziger Zauber am Deck. Alle anhaltenden Zauber im Spiel werden zerstört. Das ist ziemlich gut gegen solche Stalling-Decks, also Decks, die dich schachmatt setzen, also nichts mehr zulassen, was du machst. Und mit Steinschild zum Beispiel arbeiten. Die denken sich, oh, ich habe jetzt ein Steinschild, jetzt bin ich sicher. Und dann kommt wusch, reinigendes Licht. Genauso ist es gut gegen so Zauber, die meine Kreaturen schachmatt setzen. Oder... Berserkerwut und andere Kombinationen. Also Berserkerwut und verfluchtes Band. Also dagegen. Ich würde es gerne nochmal reintun.
aber ich habe es bloß einmal. Deswegen ist es bloß einmal drin. Ist aber auch nicht okay. Auch nicht schlecht. Die Bachserien macht eigentlich denselben Effekt. Oder denselben nötigen Effekt. Einen lästigen Zauber auf die Hand wieder. Oder ein Schicksal. Also dahingehend ist sie vielleicht sogar besser. Ich kann nämlich auch Schicksale zurückbringen. Ich weiß nicht, ob ich sie zweimal spielen sollte. Muss ich noch genauer beobachten. Im Moment komme ich nicht so oft gegen so richtig professionelle Stalling-Decks. Außer ich spiele halt mal Turnieren, wie letztens. Ja, okay, weiter. Den habe ich einmal reingetan, weil ich finde, der ist eigentlich gar nicht mal schlecht für drei Ressourcen. Besonders seine 6 Leben beim Kappa sind mir wichtig, weil 6 Leben, das hilft mir halt gegen Keltor gut. Auch den habe ich reingenommen. Shinji Krieger, der beherrscht halt eine Lane. Auch gegen Early Aggression. Also wenn da irgendjemand mit kleinen Kreaturen kommt, die rennen halt gegen den und sterben. Das ist okay. Oder die wollen gar nicht mehr gegen den rennen und weichen aus. Und dadurch gewinne ich auch Zeit, um zu antworten. Ja, was hat sich noch geändert? Ich glaube, Sayama Dünengleiter war noch nicht drin. Den habe ich mit rein. Also mehr überflügeln, das ist nicht schlecht. Auflauern natürlich auch nicht. Schade bloß, dass er keine Vergeltung hat, aber ich glaube, der hat genügend gute Effekte für 4 Ressourcen. 3, 5. Das ist schon gut. Ja, und hauptsächlich Mana-Sturm 4-mal habe ich mir extra per Joker-Karten geholt. Und noch 2 Woche der Söldner. Die ist so OP in meinem Deck. Die macht gleich mal aus einem Gegnergedanken, ich überlebe den Zug locker, wenn ich so alles aufstelle, einen vernichtenden Schlag gegen ihn. Ja, einfach und effektiv. Kleine Kreaturen bis mittelgroße mit Push-Möglichkeit und hässlichen Fähigkeiten. Zusammen mit Ishuma. Apropos Ishuma, ich weiß nicht, gibt es das noch? Aber habt ihr das gesehen? Es gab mal Ishuma, das alternative Artwork. Das gibt's anscheinend jetzt nicht mehr. Oder gibt's das vielleicht irgendwo? Hilfsmittel? Nee. Es gab ein alternatives Artwork von Ishuma für 3000 Siegel. Und 3000 Siegel sind in diesem Spiel 35 Euro. Da habe ich mir gedacht, kann der irgendwas? Macht ihm seine Fähigkeit 5 Schaden bei bewegungsunfähigen Gegnern oder wie? Weil sonst 35 Euro nur, damit ich ein anderes Bild habe. Da möchte ich mal eure Meinung wissen. Ich kenne es von League of Legends. Da gibt es auch Skins für Champions, aber meistens sind die auch anders animiert. Also da hat man mehr als bloß das blanke Aussehen, da sieht man auch was davon. Und sieht auch meistens cool aus. Ich will nicht sagen, dass das Bild, das alternative Bild schlecht aussieht, aber ganz ehrlich, ich lege keinen großen Wert drauf. Von mir aus kann da auch bloß ganz groß der Name draufstehen und beschrieben, was die Karte kann. Sonst brauche ich da kein anderes Bild. Außer, die haben da eine besondere Animation mit drin, dass die Karte sich irgendwie, ja, der Charakter darauf irgendwie bewegt. Ähnlich wie in Hearthstone bei den goldenen Karten. Dass sich da einfach wegen Bewegung auf den Karten befindet. Aber 35 Euro ist es mir trotzdem nicht wert. 10 Euro wäre die Grenze und dann müsste es halt schon wirklich was Gutes sein. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von dem Versuch von Ubisoft anscheinend, ein bisschen Geld aus alternativen Bildern für die Karten zu schlagen? Schreibt's doch einfach in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.